Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, kaum begehe ich die Aufnahme, schon ist meine Stimme komplett weg. Schauen wir mal eben hier. Das sieht mir noch sehr klein aus. Aber das sind, glaube ich, die... Ach nee, die Büsche haben wir hier gemacht. Habe ich die hier auch gemacht? Oh, ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Wasser ist soweit noch in Ordnung. Ich denke mal, einmal können wir noch sein lassen. Dann könnten wir nämlich schnell... Ja, hier ist es auch noch in Ordnung. Dann könnte man nämlich schnell in die Stadt reisen. Achso, halt. Moment, haben wir alles dabei? Wir haben diese beiden Kristalle dabei. Wo wir eigentlich die beiden Kristalle abgeben sollten. Ich guck mal eben. Rosa war für Lisa und Bernstein für Lena. Genau. Ich hatte mir jetzt extra aufgeschrieben. Und die andere Sache war, das ist soweit frei. Okay. Sachen hatte ich alle rausgetan. Irgendwas habe ich gerade aufgehoben. Keine Ahnung, was das jetzt war. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder nach oben. Also hierhin ungefähr. Zu dem Tor. Und dann werden wir uns auf in die Stadt machen. Und dann werden wir mal gucken, was wir da alles so machen können. Ich weiß noch, wir haben da die Quest, dass wir... Achso, muss ich das eigentlich nochmal... Schließe Freundschaften. Ja gut, okay. Nebenquest hier. Bernstein für Lena, Rosenquarz für Lisa. Das war das. Die würde ich gerne mal eben hier auch mit reinmachen. Ach so, Werkzeug. Ihr braucht eine Ernteleiter. Mist. Ich wusste, ich habe was vergessen. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich wollte nämlich nachgucken, ob ich überhaupt eine Ernteleiter machen kann. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich dafür überhaupt das Rezept bekommen hatte. Sieht mir nicht so aus. Truhe, Werkbank, Weidezaun, Standarddünger. Nee. Also wir können keine... Das ist nur der Bogen. Den sollte ich mir übrigens auch mal herstellen. Was waren... Ach so, genau, da fehlte mir noch was. Ne? Weiche Polster. Wo auch immer wir das herkriegen. Und Laubholz. Gut, Laubholz, das bekommt man ja aus den Höhlen. Wenn man da die Sachen kaputt macht. Dummerweise habe ich das jetzt nicht mehr gemacht. Aber da könnten wir auch theoretisch nochmal hingehen. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt gerade in dieser Folge machen. Ist jetzt die Frage... Ach, wir haben eine Blume eingesammelt. Wieso haben wir eine Blume eingesammelt? Oh, das ist cool. Kann man da drüber laufen? Oh, schade. Schade, schade. Ich hatte gedacht, vielleicht, wenn da ganz viele Blumenblätter sind, vielleicht kann ich dann anstatt übers Wasser über die Blumen laufen. Aber auch das funktioniert nicht. Na gut. Muss ich mir was anderes überlegen. Ich sollte den Stein mal raustun, weil sonst bin ich aus Versehen dann doch... gleich wieder am Zurückporten. Bin ich denn da? Ja, sieht gut aus. Ja, wie gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, dass das so weit weg ist. Ich fände es cool, wenn man sich so ein Teil selber bauen könnte. Und das dann vielleicht auf die Farm stellen könnte. Oder wenn man das irgendwo bekommen könnte. Das wäre natürlich auch cool. Was hatten wir gesagt? Steinkreis am See. Nördlich der Farm ist der hier. Zaubererhügel. Zaubererhügel müsste das gewesen sein. Ja, 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 genau. Ich weiß gar nicht, wo der andere jetzt überhaupt gewesen ist. Und ich weiß nicht, doch die waren hier unten. Lisa und Lena, genau, da muss ich hin. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Wir versuchen heute mal Amor zu spielen. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Muss ich jetzt dazu sagen. Es immer weiter runter und dann über die Brücke. Okay. Gut. Ich gucke hier gerade auch schon, ob ich hier irgendwo Blumen mitnehmen kann. Ich weiß nicht, was mit diesen gelben hier ist. Weil ich denke mir dann immer irgendwie, alles was man so... Da kann man sich aber nichts rausnehmen, oder? Schade. Hätte ja klappen können.
Aber das sage ich irgendwie zu oft in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Tag Reisende, Tiberius. Dich kenne ich noch nicht. Hallo, ich bin Gameplayerin. Was machst du hier in Waldheim? Fragezeichen. Ich bin der Alchemist. Ach, dieser bescheidenen Siedlung. Ich mische Tränke und beschäftige mich mit Experimenten. Außerdem habe ich einen kleinen Laden, in dem ich meine hergestellten Produkte anbiete. Du solltest unbedingt einmal vorbeikommen. Auf jeden Fall, wenn du mir sagst, wo der ist. Nial sagte mir, du könntest mir helfen, eine Alchemieausrüstung zu bekommen. Das kann ich. Nial erwähnte schon so etwas vor einiger Zeit, als wir uns mit Kian trafen und über dich sprachen. Es ist wirklich ein Dorf hier. Ja, ich kenne das. Ich wohne selber am Rande eines Dorfes. So ist es. Ich werde dir helfen, aber nur unter der Bedingung, dass auch du danach etwas für mich tust. Bist du dazu bereit? Kann man einem nicht nur helfen, ohne eine Bedingung zu stellen? Aber gut, wir sind hier im Spiel natürlich. Ja, klar, das kann ich machen. Gerne, ich wollte dich so... Ja, genau, gerne. Ich wollte dich sowieso fragen, ob ich dir helfen kann. Das ist nett von dir. Dann sind wir im Geschäft. Was brauche ich alles für meine Alchemieausrüstung? Ja, ich würde gerne wissen, was ich denn für ihn tun soll. Ich gebe dir den Bauplan gleich mit. Das Laubholz... Das war das, was wir nicht so viel haben, oder? Und das Eisenerz überlasse ich dir zu beschaffen. Ich habe gehört, du bist geschickt darin, dich in Höhlen zu bewegen. Da hast du aber was ganz Falsches gehört. Ich will gar nicht in Höhlen gehen. Naja, ich habe überlebt, genau. Eisenerz findest du an manchen Stellen, auch an der Oberfläche. Allerdings sind die Vorkommen eher klein und erneuern sich meistens nicht. Stimmt, das ist mir auch mal aufgefallen, dass die nicht mehr zurückgekommen sind, glaube ich. Für die weiteren Materialien kann ich dir zwei Tipps geben. Die dunklen Fiolen kann dir bestimmt Eugenia geben. Eugenia, Eugenia. Die haben wir doch auch schon kennengelernt, oder? Nee, anscheinend nicht. Wer ist Eugenia? Sie ist unsere Kräuterfrau. Kümmert sich um die Kranken und ist eine herzensgute Person. Ach doch! Den Namen haben wir gehört, als die beiden Mädels gesagt haben, dass die bei ihr irgendwie arbeiten oder sowas. Oder irgendwie ein Praktikum machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die mit der zu tun gehabt. Sag ihr, dass du von mir kommst, dann wird sie dir die Fiolen bestimmt schenken. Den Tiegel allerdings wirst du kaufen müssen. Unsere Händler haben bestimmt einen auf Vorrat. Geh also zu Mona oder Marco und besorge einen Tiegel. Okay, ich habe nur kein Geld. Ist das irgendwie hinderlich? Ist das alles, was ich brauche? Zum Zusammenbau brauchst du dann noch eine Werkbank, aber wahrscheinlich hast du so etwas schon auf deiner Farm, oder? Ja, Wilfried und Kian haben da drauf gedrängt, dass ich mir eine baue. Sehr gut, dann steht deinem Projekt nichts mehr im Wege. Und wie arbeite ich da mit der Ausrüstung? Das ist sehr einfach, wenn du die entsprechende Formel gefunden und gekauft hast. Mische alles streng nach Anleitung zusammen, dann wird dein Trank oder was auch immer du zusammenmischen willst, bestimmt gelingen. Danke für die Hilfe. Und was soll ich für dich tun? Jetzt kommt's. Ich brauche dringend einige Reagenzien für meine Arbeit und du wirst sie mir sammeln. Werde ich das? Du kannst sie natürlich auch selbst auf deiner Farm anbauen. Ah, mache es ganz, wie du möchtest. Ich gebe dir hier eine Liste mit den Stoffen, die ich benötige. Okay, kannst du mir noch etwas zu den einzelnen Reagenzien sagen? Sicher. Das gelbe Pigment gewinnst du aus Flechten, die in felsigen Regionen wachsen. Okay. Warte auf ihre Blütezeit. Ja, toll. Was? Die Wieselfarnblüte findest du an manchen Farnen im Wald. Denk daran, dass du nicht alle Pflanzen in einer Region aberntest. Denn dann können sie sich nicht mehr vermehren und sterben aus, was für uns alle von Nachteil ist. Oh nein, ich kann die Welt auch zerstören, wenn ich möchte. Also, ich lache jetzt, aber theoretisch ist das sicher möglich. Müsste man eigentlich mal experimentell machen. Es klingt jetzt irgendwie doof, aber mal so experimentell einfach alles niederholzen und alles wegernten und so weiter. Aber ich meine, wir wissen ja, dann pflanzen die sich nicht fort, ne? Also eigentlich ist es Quatsch, das experimentell zu machen. Und wo bekomme ich Schwefelpulver her? Schwefelpulver gewinnst du vom Schwefelfarn. Was, von einer Pflanze? Ist doch sehr naheliegend, oder? Er wächst gerne auf felsigen Gestein, manchmal aber auch auf Kies- oder Lehmboden. Okay.
Halte einfach die Augen offen, wenn du etwas davon lieber selbst anbauen willst. Komm in meinen Laden. Dort habe ich die entsprechenden Samen und Sporen für den Anbau. Komm wieder, wenn du alles beisammen hast. Oh Gott, das war mir jetzt zu viel. Ich hoffe, das stand jetzt auf der Liste drauf, sonst muss ich mir das Video nochmal angucken. Gucken wir doch mal eben. Reagenzien. Ah ja, ach, da steht auch drin, wie viele. 50 gelbe Pigmente. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich die herstellen kann. Also, wo ich die herkriege. Und 10 Portionen Schwefelpulver. Das hat irgendwas mit dem Farn. Achso, hier, die Farnblüten finde ich im Wald. Ach, hier, das Pigment stammt. Okay, steht alles drin. Oh, sehr schön. Danke. Man hat auch an mich gedacht. Das finde ich gut. Moment, das ist die Anleitung jetzt hier, oder? Können wir direkt mal lesen. So, jetzt haben wir so lange gequatscht. Jetzt sind die bestimmt weg, oder? Wo bin ich denn? Noch ein Stückchen tiefer. Und dann nach links. Hier sind überall Zwiebeln und keine davon darf ich mir mitnehmen. Das finde ich echt eine Sauerei. So. Das war das Restaurant oder sowas, ne? Moment, bin ich jetzt hier? Ach, ich bin. Hä? Nee, ich bin noch nicht niedrig genug. Ich bin falsch rumgelaufen. Ach. Das wird wieder so eine verwirrte Folge. Ich merke das schon. Bleib stehen! Bleib stehen. Ach so, Emma, dich kenne ich, glaube ich, oder? Nee. Guten Tag, guten Tag. Ich heiße Gameplayerin und bin neu hier in Waldheim. Ich heiße Emma und betreibe unseren kleinen Lebensmittelladen. Ich finde das so süß, der Tante Emma Laden. Wer kennt ihn noch? Hände hoch. Oder schreibt einen Kommentar. Das wäre vielleicht einfacher, weil ich sehe euch nicht. Im Herzen des Dorfes. Ja. Flashbacks, Entschuldigung. Wenn du mal etwas brauchst oder etwas zu verkaufen hast, komm zu mir. Okay, auf Wiedersehen. Ich wollte mich nur vorstellen. Ich wollte nicht nett sein. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir sind der Kleine hier. Hi, Fremde. Hallo. Colin. Nee, ist das nicht der Sohn von denen, wo die auch eine Tochter von haben hier? War das die Schreiner? Oh Gott, ich komme schon total durcheinander. Ich muss mir eine Liste machen, wer was macht und wo wohnt und überhaupt. Oh mein Gott. Moment, das war jetzt. Das war Gertrud. Wieso Gertrud? Bin ich jetzt schon wieder zu hoch? Och nee, was mache ich denn hier die ganze Zeit? Ich will nicht zu Gertrud. Ich will zu den anderen. Aber die sind wahrscheinlich jetzt gar nicht da, oder? Die sind jetzt da bei der einen, oder? Bei der Kräutertante da. Was ist hiermit? Das wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ich will immer I drücken fürs Inventar. Das ist gemein. So. 5. Kann man das irgendwo? Davon lasse ich die. Weil hier sind doch überall. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Warum? Warum? Ich will, dass du. Kannst du. Ach nee, das ist der Erntekorb. Ach Moment, ich hab's falsche. Entschuldigung. Ja, ist okay. Ja, das wollte ich auch nicht. Ich wollte das eigentlich so ausprobieren. Kann man das wirklich nicht machen? Weil hier oben sind doch überall Früchte drin. Ich will diese verdammten Früchte jetzt haben. Mann, okay. Versuch was wert. Na gut. Du bist doch der Typ, der verliebt ist, oder? Ihr seht für mich alle gleich aus, irgendwie. Kalein. Hi. Ciao. Okay. Tolles Gespräch. Nee, ich glaube, ich weiß nicht. Nee, der sah mehr psychomäßig aus. Der guckte so ein bisschen. Der guckt mich so wie so ein Psycho. Oder war der das doch? Nee, er hier war es, glaube ich. Mit den grünen Klamotten. Der hat die Mädels jetzt aber nicht hier drin. Nee, er hatte. Moment, bin ich denn jetzt überhaupt richtig? Nee, das ist der Schreiner Till. Oh. Nee, Moment. Aber nicht der, der reingegangen ist. Das war nicht der Schreiner. Der Schreiner brauchte doch irgendwas von mir, ne? Wer bist du? Hallo Gameplayerin. Gilbert. Bis bald. Bis bald. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Ich muss jemanden suchen. Ach, ich bin. Ach so, ich bin auf der falschen Seite. Och nee. Dann habe ich den Schreiner vorher noch gar nicht gefunden. Hallöchen. Guten Tag. Hallo, ich bin die Gameplayerin. Ich komme einfach mal so in euer Haus rein. Ich dachte, vielleicht ist jemand da. Mein Name ist Hagen. Ich wohne mit Jack zusammen. Nördlich von Alfreds Bauernhof. Ach, wohnt ihr gar nicht hier, wo ich euch sehe? Jack und ich kümmern uns im Dorf um all die Dinge, für die die anderen keine Zeit haben. Wir reparieren Zäune, reparieren Wege, helfen den Alten und halten das Land sauber.
Wir helfen den Alten. Es hört sich jetzt so doof an, aber es ist natürlich sehr nett, was die machen. Ne? Guten Tag, Gameplayerin. Ja, tschüss. Ach, wie freundlich ich doch sein kann. Okay, dann habe ich aber die eine auch noch nicht kennengelernt, oder? Dann müssen wir da doch nochmal kurz hin. Ich glaube, den Auftrag der Liebe, den können wir erst in der nächsten Folge machen. Nein! Wo ist der Schmied hin? Achso, der ist im Hinterzimmer. Warum seid ihr hier am Essen? Mit dir habe ich schon gesprochen. Servus. Bis später. Du bist Alfred. Achso. Ach, Till. Ja. Moment, den kennen wir doch schon. Guten Tag. Hallo, ich bin die Gameplayerin. Ich habe schon von dir gehört. Ja, sicher auf YouTube, hoffe ich mal. Die Sache mit der Höhle. Alle Achtung. Achso, die Höhle. Ja, das habe ich doch mit links gemacht. ja, die Höhle war schon fertig, wollte ich sagen. Ja, die Höhle war schon heftig, aber was machst du denn so? Ich bin Till, der Schreiner hier in Waldheim. Wenn du etwas aus Holz brauchst oder irgendwelche Pläne zum Bau von Möbeln, dann komm in meinen Laden. Ich bin schon drin. Kannst du mir was geben? Kann ich nochmal mit dir reden? Nee, ich sag nur bis später. Ist das nicht dein Laden hier? Ach Moment, dein Laden ist da links, oder? Wieso haben die eigentlich alle diese Kristalle? Haben die alle kein Licht? Ich bin jetzt mal gemein. Ich mach den Kristall mal aus, dann sieht er hier nichts mehr. Nein. Okay, seine Sachen... Moment. Oh, du Sau, du hast da hinten was liegen. Das will ich haben. Wieso hat der hier Holz rumliegen einfach so? Na gut, ich kann leider nichts klauen. Ich weiß. Ich will ja auch nichts stehlen, aber wenn der nicht da ist, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht die ganze Zeit warten. Dann läuft hier das Let's Play aus. Hagen, Moment. Mit dem Hagen haben wir doch gerade gesprochen, oder? Das war der, der mit seinem Freund, Mann, keine Ahnung, was zusammenlebt. Hallo Gameplayerin. Weiter im Norden gibt es riesige Wälder, die vollkommen naturbelassen sind. Das ist toll. Bis bald, Hagen. Ich bin wieder nett heute. So, hier dürften die Zwillinge wohnen. Ja. Fast 17 Minuten rum und ich habe sie endlich gefunden. sind das denn die Zwillinge? Die sind aber gar nicht da. Ihr Schweine, wo seid ihr? Lisa und Lena, wo seid ihr? Hä? Kommen die jetzt alle hier runter? Was geht denn jetzt ab? Gibt es sie nur im Schwarm? Ich guck mal nach. Der Schwarm, habe ich zuletzt übrigens auch gehört. Ein sehr gutes Buch. Hallo, ich heiße Gameplayerin. Du bist wohl neu hier bei uns. Ich heiße George und bin Förster. Den Förster haben wir doch schon kennengelernt, oder nicht? Mit meiner Frau Johanna zusammen sind wir für die südlichen Wälder zuständig. Wir fällen Bäume, hacken Holz und liefern es auch an Till, unseren örtlichen Schreiner. Bis bald, Georg. Achso, ich habe George gesagt. Entschuldigung. Ja, bis bald, Georg. Aber mit dem haben wir doch schon gesprochen. Oder bin ich jetzt ganz doof? Hallo. Guten Tag, ich bin Gameplayerin. Was machst du hier in Waldheim? Ich laufe. Mein Name ist Johanna und ich bin Försterin. Mit meinem Mann Georg zusammen pflegen wir den Wald im Süden von Waldheim. Wir wohnen zu dritt mit meiner Tochter Sophie, östlich von Alfreds Bauernhof. Gleich über die Brücke, um genau zu sein. Das ist schön. Bei jedem kriegen wir jetzt ein bisschen mehr Info. Und bei der Tochter kriegen wir dann die Info, dass es noch einen Sohn gibt oder was. Bis demnächst, Johanna. Okay. Ist alles nur Spaß, ne, was ich sage. Also soll jetzt nicht irgendwie negativ wirken. Hallo Niki, ich heiße nicht Niki. Hallo. Okay, mit dir haben wir schon gesprochen. Was mit dir? Du Streunerin. Ach, das war diese komische Tusse hier. Die hat mich immer Streunerin genannt. ja, wo sind jetzt Lisa und Lena? Keine Ahnung. Lauf doch nicht immer alle weg. Wer bist du? Nein. Ach, so geht's auch. Ich wollte dich gar nicht markieren, nicht doof. So, du warst als erstes und die war doch irgendwo da drüber. Ach, das ist die Kleine. Ja, hi, mach's gut, Laura. Laura hieß sie. Auf jeden Fall könnte ich einen Namen vielleicht merken. Moment, die sind jetzt alle im Café oder was? Ach, wir haben schon Nachmittag. Wieso sagt man das denn keiner? Aber diese Kräuterdame, die haben wir noch nicht gefunden. Guten Tag, Marco. Ich heiße nicht Marco. Hallo, Gameplayerin. Wenn ich könnte, würde ich gerne auch eine Farm haben. Ich liebe die Arbeit in der Erde. In der Erde. Entschuldigung, ich habe gerade Kopfkino. Aber wer würde dann meinen Laden weiterführen? Ja, keine Ahnung. Aber auf Wiedersehen.
Mona, du bist doch auch wieder nicht. Wie hieß sie nochmal? Lisa und Lena, genau, das doppelte Lottchen. Hallo, ich bin Gameplayerin und ganz neu hier in Waldheim. Ich heiße Mona. Brumm, ich kann nicht mehr reden. Ich heiße Mona und habe einen kleinen Laden hier in Waldheim. Wenn du irgendwas brauchst, komm zu mir. Mein Laden ist südwestlich vom Dorfplatz. Ja, das ist toll. Habe ich dich auch schon angesprochen hier? Guten Tag, werter Kunde. Guten Tag, werter Anbieter? Keine Ahnung. Da oben kam doch gerade noch jemand. Hä? War da nicht gerade jemand? Da ist noch eine ältere. Ach, das war, glaube ich, die Frau, wo die zwei Kinder da sind, oder? Das war Jonas. Guten Tag, guten Tag. Ich heiße Gameplayer. Oh. Das war gar keine Frau. Guten Tag, ich heiße Gameplayer und bin gerade hier eingetroffen. Brauchst du vielleicht... Achso, gerade eingetroffen. Ich bin Helmut, Gatte von Gertrud, meiner lieben Frau. Sie ist sehr krank und ich mache mir große Sorgen. Ein Glück, dass Eugenia, unsere Kräuterfrau, sich um sie kümmert. Sag mir doch mal, wo die ist. Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Ich weiß es nicht. Meine Frau ist schon lange krank und Tiberius und Eugenia haben schon alles versucht. Sie können nur ihre Schmerzen lindern, aber ihr Zustand hat sich nicht verbessert. Hatten wir das nicht auch schon mal gehört? Was hat sie denn genau für eine Krankheit? Wenn wir das wüssten, es begann vor einigen Jahren, als sie von einem Spaziergang im nördlichen Wald zurückkam. Okay. Sie sagte, sie hat dort im Wald einen Mann getroffen, der dort herumirrte. Er schien nicht ganz bei Sinnen zu sein und freundlich wie meine Frau ist, versuchte sie ihm zu helfen. Der Mann verschwand aber mit einem irren Leuchten in den Augen. Aha. Und was ist dann passiert? Zunächst nichts, aber nach einigen Tagen wurde meine Frau immer schwächer und lustloser und ihr ganzer Körper begann zu schmerzen. Kenne ich. Sie wollte nicht mehr aufstehen und schleppte sich nur zwischen Bett und Küche hin und her. Seitdem hat sich daran nichts verändert. Das hört sich wirklich schlimm an. Ja, es ist schwer, einen Menschen, den man liebt, leiden zu sehen. Ich weiß aber auch nicht, was ich noch tun kann. Falls du eine Idee hast, komm vorbei. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich würde sagen, ich könnte die Kräuterfrau mal fragen, aber die ist da ja schon dran. Vielleicht könnte ich den Nia mal fragen, keine Ahnung. Vielleicht könnte ich den Typen auch einfach mal aufsuchen und den mit dem Säbel bedrohen oder so. Glaubst du vielleicht, brauchst du vielleicht irgendetwas? Es ist freundlich, dass du das fragst. Da wäre wirklich eine Kleinigkeit, die ich gut gebrauchen könnte. Ich würde gerne für meine Frau neue Kissen anfertigen, damit sie weicher liegt. Könntest du mir vielleicht die Wolle dafür liefern? Würde ich gerne machen, wenn ich denn endlich mal Geld für Schafe und so hätte. Ich bezahle dich natürlich auch. Klar, aber du brauchst... Ja, gut, es geht um die Frau, ne? Mit der Wolle ist es momentan schwierig, ja, das stimmt allerdings. Aber annehmen kann ich es trotzdem, oder? Das macht doch nichts, oder? Ich weiß es nicht. Zählen meine Entscheidungen? Also kann ich die annehmen und dann irgendwann quasi abarbeiten? Oder nehme ich das an und dann verlässt er sich auf mich? Und, ne, das ist dann auch doof. Aber ich liefere dir die Wolle. Tja, ich habe halt keine, ne? Ich sag mal ganz ehrlich, mit der Wolle ist es momentan schwierig. Okay, dann vielleicht später. Brauchst du noch irgendetwas? Achso, nee, das ist jetzt wieder, ja, es ist schwierig. Okay, auf Wiedersehen. Oh, hier kann ich was kaufen. Was haben wir überhaupt an Geld? Wir haben gar nichts an Geld, oder? Waren das nicht diese Münzen, die wir eingesammelt haben? Haben wir jetzt 3 Stück oder so was davon? Und ich soll jetzt 1000... Was ist das bitte für ein Flammenkuchen? Ist der irgendwie göttlich? Der kostet 1130. Was sind das hier? Ist die Inflation hier schon angekommen oder was? Leute, ernsthaft. Wo soll ich so viel Geld herkriegen? Ich habe keine Ahnung. Ankaufspreise 75%. Ach, das ist Tiffany. Ach so. Okay. Moment, ich mach mal einen Screenshot davon. Dann kann ich mir das später mal aufschreiben.
Weil ich ja auch schon weiß mittlerweile, dass man nicht alles bei jedem holen soll. Mit dir haben wir schon gesprochen, oder? Das ist wieder Hagen, ja. Ja, du hast es irgendwie mit dem Wald im Norden, habe ich so das Gefühl. Ja, also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Sache mit der Liebe, die wird heute nichts mehr. Aber wir können. Oh, Steinmetz, Tom, Moment. Oh, da war doch was. So, die Reagenzien ist klar, die müssen wir auch noch besorgen. Tims Arbeit verrichten. 33 Sandstein. Oh, da würde ich sagen, machen wir das doch mal eben. Nicht, dass der arme Kerl nur einen draufkriegt oder so. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange. Moment, jetzt laufe ich falsch rum, das war klar. Ich weiß ja nicht, wie lange ich weiß nicht, wie er heißt, der Chef dann darauf warten möchte. Nachher kriegt er hier wirklich nur einen drauf. Was ist mit dir? Kenne ich dich schon? Von hinten sehen sie alle anders aus. Das ist der Marco wieder, okay. Du bist Brietta. Ich vermute, du brauchst eine Axt. Nein, meine Axt ist noch wunderbar in Ordnung. Ich brauche eine Hacke. Ach so, das war das. Ich glaube, so weit bin ich noch nicht mit dem Handwerk, genau. Ja, okay. Wo kriege ich das denn her? Ich muss es wahrscheinlich kaufen, nehme ich mal an. Ah ja, der Steinmetz ist direkt hier, sehr schön. Jetzt will ich anfangen. Jetzt kann ich nicht, weil ich keine Ausdauer habe, wetten. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viel Essen gemacht. Frage ist, was von euch ist jetzt Sandstein? Normalerweise müsste das ja diese helle hier sein, ne? Ah, ich kann mir die großen wieder nicht benutzen. Ah, nee, Moment, das ist Kalkstein. Ach, Quatsch, das hier war Sandstein, ne? Irgendwann lerne ich das auch nochmal. Ja, genau, das war Sandstein. Das hat er ja gesagt, 50 Stück, glaube ich, ne? Warum der jetzt aber gerade Sandstein haben will, das weiß ich jetzt nicht. Also der Chef meine ich jetzt. Weil hier ist doch so viel schöner Stein, die man gut benutzen kann. Na? Ich wollte gerade sagen, dich kann ich doch bestimmt auch noch wegziehen. Ja, sehr schön. Okay. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wir sollten vielleicht tatsächlich auch mal in den Wald gehen, um zu gucken, ob wir da irgendwas machen können. Also ob wir der helfen können, der Frau von dem einen. Ob wir den Typen vielleicht auch nochmal treffen können. Wieso machst du das nicht direkt in einen? Ich wollte gerade sagen, da kommt er schon, aber das ist ein Reh oder was gewesen. Bist du auch Sandstein? Nee, das ist wieder Kalkstein. Ach du Schande. Okay, habe ich denn noch Sandstein? Aber das muss ja jetzt nicht alles von hier sein. Ne? Ich dachte jetzt nur, die haben hier wahrscheinlich noch genug. Aber es scheint nicht zu sein. Also ich werde die wohl komplett. Oh, da sehen meine müden Augen noch was. Moment. Das kann ich, denke ich mal, nur mit dem Erntekorb machen. Oder kann ich das auch mit dem anderen machen? Achso, ist noch zu jung. Den können wir mitnehmen. Okay, perfekt. Okay, gehen wir mal ein bisschen auf Pilzjagd. Es wird auch schon wieder ziemlich dunkel. Ich muss zwischendurch mal wieder schlafen. Ich dachte gerade, es hat im Spiel gehupt. Ich war gerade etwas verwirrt. Ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme gehört hat. Also nicht, dass ich verwirrt bin, das hört man ständig. Aber dass es gerade gehupt hat. Woran sehe ich denn? Oder haben die da dieses. Genau das hier? Ah, also die, die ich machen kann, die haben dann links diesen Knick drin. Okay. Kein Thema. Kann ich mich drauf einlassen. Ja, du wirst immer müde. Was soll ich dazu sagen? Das ist normal bei dir. Aber ich will, bevor ich die Folge hier wegen Müdigkeit beenden muss, möchte ich gerne. Was ist das denn? Ach nee, das ist ein Pilz. Wo sind wir denn hier überhaupt?
Möchte ich gerne noch ein paar Pilze einsammeln. Aha, ich habe die nächste Höhle gefunden. So ein Scheiß. Ah, ich glaube, das ist aber eine sehr böse Höhle, oder? So wie das hier oben aussieht. Ich gehe mal lieber weiter Pilze pflücken. Damit komme ich besser zurecht. Ist das schon weit oben? Unterste Minen, okay. Ich bin am Verhungern, kann ich doch nichts für. Oh. Muss ich aber was gegen machen, weil. Sonst fällt die gleich tot um, habe ich gesehen. Da ist nämlich gerade alles richtig runtergegangen. Also wir nutzen jetzt die Zeit. Oh, das ist noch eine Höhle. Ach du Scheiße. Nicht fluchen, YouTube strike dich sonst. Oh mein Gott. Oh, was haben wir denn hier noch alles? Was bist du denn überhaupt hier? Ich kann dich im Dunkeln gar nicht sehen. Ist das normaler Stein? Eisenerz! Das nehmen wir doch mit. Eisenerz brauchen wir immer mal wieder für irgendetwas, habe ich schon festgestellt. Und wir sollten ja auch Eisenerz holen für den einen, ne? Hallo? Um irgendwas zu bauen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal, um was zu bauen. Ich glaube, es war von der Alchemiestation das. Wir halten noch ein bisschen durch, bitte. Halt nur ein bisschen durch, ich merke mir das sonst nicht. Das Einzige, was ich mir merke. Ach so, schon wieder alles voll, oder was? Das Einzige, was ich mir merken kann, ist, dass das. Also hoffe ich zumindest, dass das in der Nähe von den Höhlen gewesen ist. Sandstein werde ich dann mal morgen besorgen. Ich weiß auch nicht, wie viel Sandstein ich noch habe. Ich glaube, ich hatte noch so viel besorgt. Wegen der Quest mit Liam, oder? Also wegen dieser Tauschquest. Alter. Alles gut. Warum hört sich das so komisch an? So, da oben war noch was. Genau, hier. Man hackt hier ein bisschen. Komme ich hier? Wieso komme ich da nicht durch? Ah! Die Hitboxen der Felsen. Nicht gut. Böse Hitboxen. So, ich hoffe, das kriegt sie noch hin. Ich weiß, wir haben jetzt ganz früh am Morgen und ich weiß, du willst am liebsten schlafen. Ich lasse dich auch gerne 2 Tage am Stück hier durchschlafen und alles. Aber das letzte Eisen würde ich gerne noch mitnehmen. So, perfekt. Oh, was ist denn da hinten? Jetzt komme ich da auch nicht hin. Na toll. Naja, gut, sie sagt ja schon, ihr fallen die Augen zu. Man sieht es auch. Also bringen wir sie mal ganz schnell nach Hause ins Bettchen. So, schmeißen wir. Das hat, glaube ich, geklappt, oder? Habe ich jetzt hier Essen? Ja, hier hatte ich generell Essen auch drin, ne? Dafür wird es aber langsam, aber sicher schon ein bisschen eng, muss ich sagen. Das sind jetzt die Pilze. Was ist das hier? Zutat für Rezepte und Zauber. Eisenerz hatte ich drinnen. Die Blume wollte ich eigentlich gar nicht haben. So. So. Das haben wir auch nicht da drin. Da haben wir nur die Monstersachen drin. Da müsste ich eigentlich mal alles, was so mit den Minen zu tun hat, reinmachen, würde ich sagen.
Also beziehungsweise Minen und das was Eisenerz, Minen und alles, was man so bei Steinen, sage ich jetzt mal, findet. Moment, kann ich da? Mache ich da blau raus? So. So, das ist Sandstein, ne? Perfekt. Dann können wir den Sandstein reintun. Und können das auch entsprechend am nächsten Tag abgeben. So. Erntesichel, ja. Soll ich die mitnehmen? Soll ich die nicht mitnehmen? Ehrlich gesagt, ich weiß es so nicht. Zutat für einige Rezepte, 16 Stück. Ja, ich habe halt kein Geld, ne? Na gut. Dann lege ich mich jetzt erstmal schlafen und werde wohl mal 2 Tage überspringen müssen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, erstmal werden wir den Sandstein abgeben und dann müssen wir mal gucken. Eigentlich wollte ich ja Liebesbote spielen. Aber das ist alles so groß da, dass ich nicht so niemanden mehr finde. Deswegen mal schauen, was wir dann in der nächsten Folge machen. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!